Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Keitel. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Busse, er soll kämpfen, wo er steht. Krebs. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Burgdorf. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Der Kap von Berlin. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Monke. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Günther. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Es tut mir leid, Frau Goebbels, ich habe ausdrücklich einen Befehl vom Führer, dass er nicht mehr gestört... Kann und darf nicht sein, Göring. Anders kann man das nicht machen. In einem Krieg wie diesen. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Die Sicherung des Regierungsviertels. In einem Krieg wie diesen. Ich muss hier weg. Der Kap von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Jodel. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fähne!